begrüße euch recht herzlich zu unserem neuen Exciting Edu Webinar. Heute mit dem Thema kollaborative Webanwendungen für den Fernunterricht. Nochmal eine kurze Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Anne Kaulfuß und ich bin von der Firma Klett-Mint. Wir veranstalten unter dem Dach von Exciting Edu mehrere Veranstaltungen für Lehrkräfte in Form von Fortbildungstagen an Schulen zum digitalen Unterricht. Und damit sind wir auch in verschiedenen Bundesländern aktiv, so rum. Und die Idee dabei ist es eben, dass Lehrkräfte anderen Lehrkräften zeigen können, wie Unterricht mit digitalen Medien gewinnbringend gestaltet werden kann. Da wir unsere Veranstaltung, wie gesagt, aufgrund der momentanen Situation nicht wie geplant stattfinden lassen können, haben wir unser Programm jetzt in den virtuellen Raum verlegt und freuen uns, dass heute wieder Andreas Hofmann mit dabei ist. Er kommt aus Oldenburg und konzipiert unter anderem die Programmplanung für unsere Exciting Edu-Veranstaltung und arbeitet mit uns auch an der Konzeption dieses Webinars zusammen. Andreas ist ehemaliger Lehrer und hat sich dann als Digitalisierungsexperte für Schulen, Schulträger und auch Unternehmen selbstständig gemacht. Und bevor ich jetzt gleich auch an Andreas direkt übergeben werde, möchte ich nochmal einen kurzen Hinweis zur Technik geben. Und zwar habt ihr jetzt die ganze Zeit Zeit, eure Fragen gerne in den Chat zu schreiben, während Andreas uns was über die Webanwendung erzählt. Dafür habt ihr hier dieses Chat-Symbol. Dann öffnet sich hier auf der rechten Seite der Chat und ihr könnt gerne eure Nachrichten reinschreiben. Auch gerne an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer. Später wird es dann auch nochmal eine offene Fragerunde geben. Da könnt ihr dann direkt mit Andreas in Kontakt treten. Dazu dann aber später nochmal mehr, wie das dann genau funktioniert. Und deswegen würde ich jetzt sagen, ich sage gar nicht mehr lange rum, sondern übergebe jetzt direkt an Andreas. Okay, danke dir. Vielen Dank. Das ist tatsächlich ein ziemlich kleiner Heiligenschein, der da über mir strahlt. Das sieht ein bisschen dämlich aus, aber ich kann jetzt hier gerade nicht anders sitzen. Ich versuche, den mal wegzumachen. Genau. Ich möchte in diesen 45, 50 Minuten mit Ihnen, euch, ich bin Norddeutscher und bleibe beim Du, gerne so ein paar Dinge diskutieren, die in den letzten Wochen aufgetreten sind, wo ja eigentlich das augenscheinlich wird, was medienpädagogisch schon seit vielen, vielen Jahren in der Diskussion ist, dass Schulen in manchen Bereichen wohl wirklich in die falsche Richtung gefahren ist und wir das jetzt gerade schmerzhaft zu spüren kriegen. Möchte das anhand einer kurzen Präsentation, aber vielmehr im zweiten Teil mal mit euch zusammen machen. Das heißt, ich werde Dinge eröffnen, webbasierte Sachen und die mit euch mal durchprobieren. Wenn irgendwas ist, Anne schaut auf den Chat. Ich gebe mal ganz kurz mein Bildschirm frei, einfach um nochmal euch zu zeigen, wer ich denn da bin. Ich bin Lehrer an der Waldschule Hatten, da war ich Lehrer und war 7 Jahre medienpädagogischer Berater des Landes Niedersachsens. Und ich kümmere mich seit nahezu 12 Jahren um das Thema. Habe mich 2018 eben selbstständig gemacht, weil ich dann doch mal die weite Welt sehen wollte. So, bevor wir starten, würde ich gerne mal ein wenig auf euch eingehen und euch auch gleich die erste Möglichkeit zeigen. Ein großes Problem ist ja, wie kommuniziere ich eigentlich mit den Kindern, aber auch mit den Kollegen. Da stellt sich bei vielen Schulen tatsächlich die fast größere Herausforderung. Und wie kriege ich von denen mal ein Meinungsbild beispielsweise oder ein Stimmungsbild oder was auch immer. Und viele von euch kennen das, aber ich würde es gerne für dieses Seminar machen. Geht mal bitte in einen Browser eurer Wahl, ja, Safari, Firefox, Google, Chrome, was auch immer, und gebt dort bitte mal ein www.menti.com. Und dann fragt er nach einem Code, der da heißt 2649 88. www.menti.com. Manchmal macht er oben in der, füllt er selbst mentimeter.com aus. Das bitte nicht. Wir brauchen erstmal nur menti.com. So, und mit einem zweiten Gerät hier rechts schaue ich, ob jemand schon bei mir ist. Jawohl, es ist schon jemand bei mir. So, ich schreibe gleich den Code. Anne, schreibst du den Code mal bitte in den Chat, 2649 88. Dann gehe ich jetzt mal eben auf ein anderes Gerät.
So, will er nicht. Das ist schön. Okay, er macht das ja nicht. Okay, wir gucken, wie das im echten Leben so ist. Es klappt nicht immer alles. Dann gibt es eben Plan B. Und ich zeige euch das an meinem Rechner. Gebt mir eben eine Sekunde. So. Uiuiui, das ist schon ganz schön groß. Warte, ich muss mich eben wieder freischalten. Und da seht ihr es. Ich hoffe, ihr seht es. Das sind eure dort eingegebenen Ergebnisse, die bei Mehrfachnennung dann dementsprechend größer werden. Schön zu sehen, dass wir gleich den Datenschutz als Riesen vor uns aufpoppen sehen. Aber umso schöner die nebeneinander liegenden, jetzt leider nicht mehr Chaos und Chance. Wir lassen das nochmal weiter basteln. Ihr seht, so kriegt man eben, wir sind jetzt 115 Menschen, so kriegt man natürlich mit seinen Schülern auch mal ein Stimmungsbild hin, weil wir alle wissen, dass wahrscheinlich gerade das für sie Dasein wichtiger ist, als ihnen Stoff um die Ohren zu knallen. So, der Datenschutz hält sich beharrlich. Sehr interessant. Das finde ich spannend, dass das bei euch als meistgenannter Begriff da ist. Ich habe heute Morgen ein Webinar gegeben zu genau dem Thema, beziehungsweise zusammen mit einem Datenschützer, der sagte mir, wir sollen uns alle mal auch da ein wenig jetzt in der Situation entspannen. Und wir dürfen eines nie vergessen, die Verantwortung liegt immer noch in der Schulleitung, sodass er auch sagte, und das fand ich sehr schön, niemand wird im Moment von uns durch eine falsch gewählte Plattform verklagt. Das fand ich sehr schön, die Aussage, und die nagel ich mir auch an die Wand, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns da ein wenig auch entspannen. Ich gebe dir wieder meinen Bildschirm frei. Schaut mal. Ich glaube, ganz wichtig anzuerkennen im Moment ist, wenn ihr oder wenn jemand noch nie das Tool benutzt, dann fragt bitte in den Chat hinein, gehe ich einmal, wie man sowas anlegt. Ansonsten könntet ihr das selber versuchen über mentimeter.com, da brauchtet ihr dann einen Account. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, und das sehen wir gerade an vielen Schulen, die auch infrastrukturell besser aufgestellt waren als andere, da läuft es nicht so. Wenn wir geglaubt hätten, dass es die vermeintlichen Leuchttürme, die uns jetzt zeigen, wie der erfolgreiche Weg ist, diesen Fernunterricht zu wuppen, sage ich mal, dann zeigt sich ganz deutlich, nee, diese Schule habe ich noch nicht gefunden, die erfolgreich sagen können, sie machen wirklich guten, erfolgreichen Fernunterricht. Weil eins fehlt einfach bei ganz vielen, und das ist Erfahrung, ja, und das ist Struktur. Was ich aber hier habe, und das habt ihr, und das finde ich ganz toll, das habt ihr gerade in dem Menti auch, wo ist es? Als viertgrößtes, es ist eine ganz große Chance, und das sehe ich auch so, und ich glaube, es bringt überhaupt nichts rumzumeckern und uns darüber zu beschweren, wie schlecht alles ist, sondern es gilt jetzt Wege aufzuzeigen und zu experimentieren. Und bevor wir das gleich gemeinsam machen, möchte ich euch gerne ganz kurz was zeigen. Es hat ein aktiver Medienpädagoge, ein aktiver Lehrer im Internet bei Twitter neulich veröffentlicht. Schaut euch das mal kurz an. Das finde ich ganz, ganz hervorragend. Denn ich sehe gerade bei vielen Kollegen unglaubliche Ängste, weil sie irgendwelche Schritte gehen müssen, die sie gar nicht richtig verstehen,
Ich sehe Unsicherheiten. Und dann finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man sich dieses Mal vor Augen hält. Ja, die Vernetzung, da gehe ich gleich noch separat drauf ein. Punkt 3 ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Überleg dir eine Struktur und eine Form, die Nummer 4. Es zeigt sich, dass viele Schulen geglaubt hatten, beispielsweise mit einem Messenger-Tool mit den Schülern zu kommunizieren. Wer jemals mit 30 Schülern kommuniziert hat, Messenger weiß, dass du gar nicht so schauen kannst, wie das ist. So, ich gehe mal hier zum zweiten. Und das sind alles Dinge, die wir jetzt aber erst lernen und die wir jetzt erst, diese Struktur, die wir jetzt erst, die müssen wir uns jetzt aufbauen. Und diese Zeit haben wir jetzt und wir haben auch jetzt die Zeit, einfach dort mal ja, zu experimentieren und auch zu verwerfen. So, aber irgendwann, und in Niedersachsen ist es jetzt so, müssen wir natürlich auch eine Verbindlichkeit herstellen. Die Verbindlichkeit schaffen wir nur mit einer Struktur. Und wenn ich von Struktur spreche, meine ich unter anderem, dass die Schüler wissen, wie sie eine Datei von A nach B versenden. Ja, und nicht, dass zwei Schüler oder ihren fotografieren. Wir haben ja gerade ein bisschen Tonprobleme, ich glaube bei Andreas in dem Falle. Echt? Ja. Ihr hört mich nicht? Jetzt? Wieder? Ansonsten ja, also es geht. Ansonsten müsstest du vielleicht mal versuchen, das Video auszumachen von dir selbst. Vielleicht verbessert sich daraufhin. Das Video ist ja gar nicht an, wenn ich die Bildschirmfreigabe habe. Oder? Doch. Echt? Okay, stimmt. So, jetzt bin ich weg mit dem Video. Ne? Anna? Okay. Wir versuchen es weiter. Aber der ganz wesentliche Punkt ist eben dieses hier. Ist die Plattformdiskussion eine ewige Plattformdiskussion? Ist natürlich diese, dürfen wir Microsoft benutzen, dürfen wir Apple benutzen, dürfen wir Google benutzen? Es wird jetzt teilweise gelockert, der Datenschützer, mit dem ich sprach, und auch ich würde davon abraten, jetzt in einem Schnellschuss eine solche Plattform einzuführen, ohne dass das konzeptionell abgesichert ist. Das ist natürlich schwierig, weil, und hier, das sehen wir jetzt hier, wir kennen alle diese Plattformen, wir fühlen uns da wohl, wir haben die schon mal benutzt. Und da müssen wir einfach sehen, es ist jetzt, glaube ich, nicht die Zeit, das Komfortabelste zu benutzen, nur weil wir es kennen, und dürfen deswegen aber auch nicht den Datenschutz und die Datensicherheit eben über den Haufen hauen. Das muss die Schulleitung klären für uns, das muss der Datenschützer für uns klären. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Okay. So, und dann gibt es natürlich unfassbar viele, und das habt ihr ja auch gemerkt, in den letzten Wochen wurde man ja erschlagen mit Anbietern. Anbieter, die jetzt auf den Markt gekommen sind, Anbieter, die seit vielen Jahren auf dem Markt sind. In Niedersachsen beispielsweise gibt es, das ist so der Platzhirsch, den kennt ihr vielleicht, gibt es iSurf. Für mich ist es das genau, iSurf das, oder It's Learning oder Webweaver, also bezahlte Plattformen, die mir vor allem eines bieten, und das ist Struktur. Ja, das heißt, auf kurz oder lang brauchen Schulen eine solche Lösung für sich, die jedem Schüler eine E-Mail bietet. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass Tausende von Schülern keine E-Mail haben. Ja, das ist, und Lehrer auch nicht. Ja, und dass es einen Ort gibt, an dem man hier links Dateien, an dem man Dateien ablegt. Und dann gibt es Module wie das Aufgabenmodul, das ist verpflichtend, da laden die Schüler Sachen hoch und du siehst als Lehrer, alles klar, die und die Schüler haben abgegeben, die und die Schüler haben nicht abgegeben. Weil sich nämlich gezeigt hat, wenn die Schüler das über E-Mail schicken, da werdet ihr wahnsinnig. 28 Schüler per E-Mail, das sind 28 Anhänge, ja, mit 28 Mal definitiv nicht beschrifteten Dateien. Das heißt,
ihr kriegt dort Dateien, die hängen irgendwo als Anhang drin und ihr müsst jetzt versuchen, das zu ordnen. Das ist eine unfassbare Leistung, neben der, die ihr ja eh schon gerade, ich sag jetzt mal, reißen müsst. So, und da meine ich eben, da gibt es ganz, ganz viele Lösungen, die man jetzt mal probieren darf, die man vielleicht schulintern auch ausprobieren muss jetzt, aber vor allem auch, es wird eine Zeit nach Corona geben und danach einführen muss. Und da gibt es eben solche großen Lösungen wie iSurf. Es ist witzig, dass ich sie jetzt als große Lösung bezeichne, hätte ich vor ein paar Jahren sicherlich nicht, aber natürlich werden die groß. Aber es gibt auch kleinere wie EduDocs, ja, das ist ein ähnliches Prinzip. Ich weiß nicht, es kostet jetzt auch. Ich habe mich vor kurzer Zeit angemeldet. Da kostete es nichts. Und das hat die gleiche Struktur, eine E-Mail. Du hast die Möglichkeiten, eben Dinge zu strukturieren. Du kannst Umfragen, kannst einen Talk einführen. Das ist auch ganz wichtig. Wie kommunizieren wir, wenn wir kollaborieren untereinander? Es muss eine Struktur geben für die Kommunikation. Ja, und das ist keine Struktur, wenn der eine das per WhatsApp macht und der dritte per iSurf Messenger und der vierte per E-Mail. Nein, es muss ganz klar strukturiert werden. Das haben wir in den letzten 5 Wochen definitiv gemerkt, dass da Bedarf ist. Nehmen wir mal dieses Beispiel nochmal von iSurf beispielsweise. Du hast die Möglichkeit, Dateien per E-Mail zu verschicken über die Plattform. Du hast die Möglichkeit, hochzuladen über diese Plattform. Du hast die Möglichkeit, sie über einen Messenger zu verschicken und du hast die Möglichkeit, sie in ein Forum oder einen Chat, also es gibt zig Lösungen und da muss es eine Struktur geben. Denn ich sehe es bei meiner eigenen Tochter, die ist völlig überfordert, wenn der eine Lehrer das will, der andere das. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und im Moment haben wir, wie gesagt, die Möglichkeit, einfach mal Plattformen zu testen und uns mit den Schülern zusammen eine Struktur zu erarbeiten. Ja, diesen Luxus haben wir gerade, wenn man irgendwo von Luxus reden darf. So, bevor ich gleich auf verschiedenste Plattformen eingehen werde, das mache ich gleich, möchte ich euch ganz kurz bitten, wir brauchen, also ihr werdet das ja auch sehen, habt das vielleicht auch schon gesehen, wenn ihr mit Schülern über Videokonferenzen arbeitet, ganz oft zeigt sich, verdammt nochmal, ich brauche ein zweites Gerät. Das ist natürlich auch schon wieder absurd, dass viele Schüler haben gar kein Gerät und man selber als der als Host, als Gastgeber sozusagen, arbeitet schon wieder mit 2 Geräten, weil du manchmal was zeigen willst. Also es hat sich da auch gezeigt, dass das gar nicht so mobil ist, wie man sich das immer wünschte. Und ich sitze an einem Schreibtisch. Also die Mobilität, die ich mir erhoffte, kriege ich leider so technisch manchmal einfach gar nicht hin. Aber auch das sind Lernprozesse, die ich gerade durchmache. So, ich starte mal mit euch mit dem ersten. Das ist für mich natürlich, oder wahrscheinlich für viele andere auch, der absolute Klassiker. Warte, ich schalte mich frei. Ja, das ist, man muss ihn nennen oder es nennen. Das ist das sogenannte Padlet. Für mich, und ich merke jetzt gerade auch für Grundschulen, da sehe ich das viel, oder lese es viel bei Twitter, dass viele Grundschulen sich dem öffnen. Padlet ist im Prinzip nichts anderes als eine Pinnwand. Man kann diese Pinnwand so strukturieren, dass du die Post-its irgendwo wild hinposten kannst. Oder man kann die so strukturieren, ich zeige euch mal einen kurzen Einblick. Oder man kann die so strukturieren, das habe ich über fast über ein halbes Jahr gemacht mit einer Lerngruppe, mit Erwachsenen, dass sie eben, ja, was weiß ich, Wochenplanarbeit. Und das ist natürlich eine Struktur und die Schüler können, ich lade euch gleich mal in Mainz ein, die Schüler können dort auch Sachen hochladen. So, und dann, und gerade wenn ihr über Videokonferenzen mit den Schülern arbeitet, habt ihr oftmals das Problem, dass ihr denen ja einen Link geben wollt. Den könnte ich jetzt in den Chat packen. Wenn ihr da aktiv seid, ist er aber schneller wieder verschwunden, als ich Hallo sagen kann. Oder ich kann es eben so machen. Ja, und jetzt sage ich, jetzt braucht man das zweite Gerät. Also für jeden, der ein zweites Gerät hat. Warte mal, ich nehme mal eben den, ich mache mal eben den Code an sich. Link, so, den packe ich mal in den Chat. Das heißt, ihr könnt alle den aus dem Chat nehmen. So, jetzt ist er im Chat.
Und ich gehe dann nochmal wieder zurück und mache für diejenigen, die mit dem Telefon oder mit dem Tablet dabei sind, mache ich hier nochmal den Code hin. So, und ich glaube, das ganz, ganz Wichtige, und das haben wir jetzt auch gelernt, nicht jeder Schüler hat ein Gerät. Das ist erstmal ein ganz großes Problem. Und dann sind zu Hause natürlich völlig heterogene Infrastrukturen vorhanden. So, das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass nur weil ich ein iPad habe, alle anderen Kinder auch ein iPad haben. Das wird so nicht klappen. Und deswegen, das ist auch dieser Charme dieser Lösungen, die rein webbasierten, internetbasierten Lösungen. Der Charme dort ist eben, kommt ihr nicht rein oder? Schöne Grüße aus Dortmund, doch. Das sind rein webbasierte Geschichten. Da ist es völlig egal, ob du das mit dem Samsung oder mit dem Android machst, mit dem Windows Phone, mit dem Linux Rechner, was auch immer. Jeder kommt drauf. Und das finde ich, ist natürlich auch mega. Ja, okay, meine Leitung hängt ein bisschen. Tübingen sagt hallo. Stade, genau. Schreibt da mal rein, wo ihr herkommt. Das ist eine gute Idee hier. Guck mal, hätte ich auch drauf kommen können. Aus Monheim. Ostfriesland, Emsland. Guck mal, wenn ihr das seht, das ist doch, das finde ich Donsdorf, ne? Wenn das mal nicht der Herr Albrecht ist. Das finde ich jetzt gerade großartig. Ja? Also wenn wir sehen, was wir hier schaffen, mit einem Menschen, der hier vorne sitzt und mit 116, die irgendwo verteilt in der Bundesrepublik sind, das finde ich natürlich, da geht mir das Herz auf hier. Berlin hat's. Ruhrpott hat's. Stubi. Sehr schön. Also ihr seht, und wenn ihr hier eine neue Spalte einfügen wollt, so, dann könnt ihr dort auch weitermachen. Und ihr könntet jetzt auch Fotos reinladen. Vom Rechner aus sind die Funktionen natürlich wesentlich größer. Da kannst du einfach per Drag and Drop Geschichten reinziehen, Arbeitsblätter, Word-Dokumente, PDF-Dateien und kannst hier quasi deinen Wochenplan, dein alles so strukturieren, links Wochenplan, rechts Material, dann nächste Spalte Lösung und die vierte sind dann Fragen der Kinder und die können darauf arbeiten. Und so könnt ihr kollaborativ, gemeinschaftlich wirklich euch strukturieren. On Monday, let's do this. Okay, Monday, let's do this. Genau, jetzt könnt ihr eben hier arbeiten. Okay? Anne, aus dem Chat, das hast du alles im Griff? Ja. Da war gerade auch schon mal eine erste Frage, und zwar zum Thema Microsoft Teams wurde hier schon zweimal genannt. Und was denn deine Meinung dazu ist? Das ist ein super Tool. Also es ist ein großartiges Tool, vor allem, weil du es nutzen kannst, ohne eine App zu installieren. Das ist, also so verstehe ich das. Ich bin da, ich werde gerade in diese Welt wieder geschubst und merke einfach, dass es klasse. Mich erschlägt es manchmal. Habe ich auch gestern Dresche gekriegt bei Twitter, weil das alles auf Teams bezogen wurde. Ich sehe ein großes Problem, dass die Tools nun versuchen, alles zu können. Also jeder Hersteller will jetzt die gesamte Palette von Verwaltung über Dateiablage, Videotool, dit und dat. Und da sehe ich ein Problem. Also ich habe nichts dagegen, mehrere Tools zu benutzen und brauche nicht alles in einem. Und das ist das Einzige, aber das bin ich, das ist nur mein Bauch. Teams ist fantastisch. Also wenn ihr das nutzen dürft, ich kann es nur empfehlen. Ja, also ganz klare Kiste. Für mich ist aber das Schöne eben bei Padlet, ihr meldet euch an, kostet nichts, ist also so viel, also ich kann jetzt angeben, ich habe noch 60 Padlets oder sowas, ihr habt nur 6, ich glaube 6 sind noch freigegeben und dann löscht man die eben. Man kann die danach exportieren als PDFs, die sind immer noch super mit den Links drin und so weiter. Das ist trotzdem gut nutzbar. Wer sie bezahlen will, der hat dann eben frei, der kann so viel Pinwände machen, wie er will. Ich habe auch jetzt Schulen gesehen, die Lizenzen kaufen für alle Kollegen. Ja, weil es einfach, jeder kann darauf zugreifen. Jeder, und du brauchst nichts anderes als irgendein internetfähiges Gerät im Internet. Und ich glaube, wir haben ja auch bei aller, ich habe vorhin gesagt, Komfort versus DSGVO,
ich bin in der Apple-Welt, ich arbeite aber genauso mit der Google-Welt und mit der Microsoft-Welt. Wir müssen uns, glaube ich, lösen, dass eine Welt alle glücklich machen wird. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir solche Plattformen, um auch medienerzieherisch einfach zu zeigen, es muss nicht alles in eine Welt. Es gibt auch andere Welten und es gibt andere Möglichkeiten. Ja, das ist ein Padlet. Schaut es euch mal an. Ich finde es großartig. So, jetzt gehen wir mal ein. Seht ihr mein Bildschirm noch? Ja, ne? Nee? Warte. Nein, du musst den wieder freigeben. Ja. Ich wusste gar nicht mehr, auf welcher Ebene ich mich bewege. Etwas rudimentärer geht es hierzu. Diese Form, nennt man das so, diese Art, diese Plattformen nennen sich Etherpads, also wie Ether geschrieben. Hier, das ist von Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet zum, das finde ich das Charmanteste, einmal weil die Idee dahinter so charmant ist und die Leute sowieso, aber weil es auch so super stabil läuft. So, und wollt ihr mal mit euren Kollegen oder mit euren Schülern beispielsweise jetzt und hier ganz schnell in einem Text zusammenarbeiten? Ja, Webinar-Flat. Dann gebt ihr hier einfach, also ich gebe hier oben mein Zoom-Pad und Google bringt mich dann dahin. Ich weiß, dieses .zoom.de, das gucke ich mir mal gar nicht an. Ich gebe einfach bei Google Zoom-Pad ein, bin ich da. So, und dann erstellt ihr dort ein neues Pad. Und ich habe das jetzt mal Webinar-Clad genannt. Und das war schon alles, was ich tun muss. Und jetzt befinden wir uns in einem Editor, in einem Textprogramm sozusagen, in dem wir... wer ist denn da schon? Hallo, Test. In dem wir zusammen schreiben können. Ja, das heißt, Zoom-Pad, wenn jemand nicht mitkommt, Anne, dann sag mir Bescheid. Zoom-Pad eingeben und dann Webinar-Clad und dann seid ihr hier. Bei 116 Teilnehmern fehlen noch 114, also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Da kommen sie. Genau. So, und ihr seht es jetzt, guck mal, ihr seht es jetzt zum Thema Struktur. Auch sowas braucht natürlich Struktur, sonst ist das Anarchie und Totschlag. Ja, weil jeder schreibt da. Also wenn man mit diesem Tool arbeitet, bei mir hat es sich gezeigt, wenn ich das in Gruppenarbeiten mache, ich gebe dem Blatt immer so eine leichte Struktur. Also eine Überschrift, einen Strich, fertig. Und das, genau, das ist eine Zwischenüberschrift hier, wie es da oben steht. Ansonsten wird es wild. Ja, und ganz ehrlich, die Klassengrößen sind zwar wieder bei 30, aber wir sind jetzt das Vierfache, warte mal, 30, 60, noch nicht ganz, dreieinhalbfache, dann wird es natürlich verrückt. Aber, und das ist das Schöne, selbst die Schüler können es erstellen. Ja, die Schüler können da, wo zum Pad neues Pad eingeben, Klasse 7a, was auch immer. Vorsichtig, wenn der Name schon vergeben ist, bewegt ihr euch auch mal gerne in einem fremden Zoom-Pad. Das heißt, das Ding ist nicht, um Notenlisten zu führen. Das Ding ist nur, um Ideen auszutauschen, etwas zu planen, eine Struktur, vielleicht den Wochenplan zu verbreiten oder ein Feedback, was auch immer ihr im Kollegium gerade oder mit euren Schülern gerade für Bedarfe habt. Hier kommt auch gerade die Frage rein, wie lange das dann gespeichert bleibt und inwiefern man gleichzeitig schreiben kann. Ich glaube 3 Monate. Wenn jemand mich korrigieren mag, kann er das gerne ins Zoom-Pad reinschreiben, ganz fett. Ich glaube 3 Monate. Und wenn du dann ein Zeichen oder einen Buchstaben veränderst, dann wieder 3 Monate. Also nach 2 Monaten und 30 Tagen oder so. Das ist Gurkenstaß. So, und hier sieht man auch was Schönes. Das kollaborative Arbeiten mit Erwachsenen, da passiert dasselbe wie mit Kindern. Da steht Moin Digger und da steht Blödsinn und so. Ja, und das ist auch okay. Und beim zweiten Mal passiert es dann vielleicht nicht mehr ganz so viel und beim dritten Mal hat man es ausgestanden. Ja, die Brille sieht, aha, okay. Ich wollte sie nicht tragen, aber die Schrift ist zu klein. Ich kann ohne Brille nichts mehr lesen. Ich muss es leider so anerkennen. Ja. Also, das ist so für die ganz schnelle Umsetzung. Ja, wenn du
ein Feedback einholen willst, Geschichte erzählen mit mehreren Leuten und so weiter und so fort. Also die Ideen, die müssten, ich kann euch jetzt Möglichkeiten zeigen, die Ideen müssen da eben dann, jeder kann was löschen. Das ist kollaboratives Arbeiten der Reinform. Ja, das heißt, wer fies ist, kann alles löschen. Aber jetzt zeige ich euch einen kleinen Trick. Wenn ihr hier oben beispielsweise, ich sage jetzt mal, ihr habt irgendwie eine Lerngruppe mit 10 oder 5, dann gebt ihr denen hier einen Namen. So, das ist schon mal Nummer 1. Dann habt ihr sie ein bisschen unter Kontrolle, haben die eine Farbe. Und hier oben, seht ihr das? Hier oben könnt ihr sehen, so, ich mache jetzt mal eben hier zurück, guck mal, ihr könnt hier schauen, wie das passiert ist. Und wenn jemand jetzt richtig böse ist und doof ist, dann könnte man hier sogar noch nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, wenn sowas passiert, dann ist das meistens aus Versehen passiert. Ich habe es so noch nicht erlebt, dass irgendeiner da Freude dran hat, Dinge von anderen kaputt zu machen. Aber es wird es mit Sicherheit auch geben. Ja? Aber das ist kollaboratives Arbeiten. Beim Etherpad, also bei diesem hier, kannst du keine Rechte verteilen. Das habe ich vergessen zu sagen. Beim Padlet eben kannst du Rechte verteilen. Da kannst du sagen, die dürfen nur gucken oder der darf auch einfügen, der darf löschen, der darf administrieren. Also bei Padlet ist die Rechtevergabe eine deutlich, deutlich ausgeprägtere, bessere. Okay. Also es gibt auch andere vom Link, auch beispielsweise, wer datenschutzrechtlich da noch ein bisschen unsicher ist. Selbst der NIBIS, also der Niedersächsische Bildungsserver, hat so einen Teil. In iSurf ist sowas integriert und ich denke mal in It's Learning und in solchen Plattformen wird das auch drin sein. Aber das ist jetzt nur so dahergesagt, bin mir nicht ganz sicher. Ja, also dies ist eine kurze Einführung in Etherpads. So, und dann, das habe ich auch natürlich die Frage jetzt schon gehabt, viele Lehrer können sich nicht so ganz von ihrer Tafel trennen. Ich persönlich sehe, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig viele Settings, wo ich eine Tafel bräuchte, mit der ich mit ganz vielen Menschen zusammenarbeiten kann. Also eine handschriftliche Tafel macht der natürlich dann erst wieder Sinn, wenn du wirklich auch ein Tablet hast und dann mit dem Stift schreiben kannst. Wenn ich jetzt hier was schreibe, sieht das eher so lala aus, ja, und ist auch ein bisschen gekünstelt. Es gibt aber Plattformen, diese hier heißt BitPaper. Ich hatte gestern eine bekommen, die komplett frei war, aber die ist wohl gecrashed. Auch das ist ja nichts Neues. Ich habe die vorhin vor etwa einer Stunde probiert, da war sie tot. Und jetzt ist ja die Frage, wie kriege ich euch hier auf diese Tafel? Ich habe jetzt hier die Hausaufgabe drauf und was auch immer. Und jetzt kann ich hier entweder diesen Link nehmen und ihn wieder, wenn wir in einer Videokonferenz sind, in die Videokonferenz hineinfügen. Ja. Oder ich kann es so machen. Und das ist sowieso eine Sache, die ich euch mal zeigen wollte. Wenn ihr einfach bei YouTube bei Google eingebt, QR-Code erstellen, dann findet ihr hunderte von Seiten, die QR-Codes erstellen. Ich habe jetzt beispielsweise hier oben aus diesem BitPaper, aus dieser Seite, ja, da ist auch schon jemand. Ihr seid schnell. Habe ich einfach hier oben die Adresse genommen. Und habe sie hier eingefügt. Und dann macht ihr hier, seht ihr, diesen QR-Code, den lade ich jetzt runter für euch, beziehungsweise ihr könnt den jetzt einfach einscannen und dann seid ihr auch wieder bei mir auf meiner Seite. Entweder, wie gesagt, wenn die Schüler oder die Kollegen mobile Endgeräte haben, mit denen ihr scannen könnt, geht es über einen QR-Code super. Geht generell über einen QR-Code super, weil wenn ich meinen Schülern diese URL geben würde, dann wüsste ich, dass ich bei die Hälfte verloren habe. Jetzt hier den Chat haben, an dem ich ganz schnell an die Kollegen
diesen Link verschicken kann. Und jetzt gebe ich mal hier, oh ja, seht ihr, das ist ja geil. Seht ihr die ganzen kleinen Stifte, das seid ihr. Aha, Andi. Schalke 04. Guck mal, jetzt läuft es aus dem Ruder. FC Bayern, jawohl. So. Also ihr seht, mit 115 Leuten ist es ein Chaos. So, das müsst ihr eben vorher klären. Ihr könnt natürlich diese Tafeln auch machen und 5 Kinder da reinsetzen, ja, wenn die Tablets haben beispielsweise. Und dann macht ihr denen so ein Ding auf und gebt den QR-Code an diese 5. Das ist ja unbegrenzt. Ihr seid da angemeldet, die kommen, so wie ihr jetzt auch. Jetzt hat einer aufgeräumt hier, das ist sehr lieb. Die kommen natürlich in diese, wenn die den Link haben, auf jede Tafel. Ja. Vielleicht gibt es für unsere Sketchnoter, für die unter uns, die in visueller Arbeit strukturieren, eine schöne Alternative. Heißt Bitpaper, kostet nichts, ihr müsst euch anmelden und ladet die Schüler dann quasi mehr oder minder anonym. Tafeldienst, ja, das ist eine schöne Frage. Wer hat Tafeldienst? Ich weiß es gerade nicht, wer von euch Tafeldienst hat. Okay, irgendeiner mag gerne die roten Herzen. Ich gehe mal ein weiter. Ich würde mal gerne einmal kurz in den Chat reinkommen. Wir haben ja auch direkt eine Frage, und zwar würde gerne nochmal jemand wissen, wie man nochmal den Link in den Chat einfügt. Also das nochmal ganz kurz. Das hat sich gezeigt, dass ganz viele Kollegen dieses Verfahren nicht kennen, wie man einen Link nimmt und von A nach B schickt. Das finde ich interessant. Also das ist ein guter Punkt, dass du das nochmal ansprichst. Ich komme und erkläre das. Ich bin jetzt zum Beispiel hier mal bei dem Padlet. Ja, gehe nochmal einmal zurück. Da habt ihr, erinnert euch, vielleicht die nicht da waren, hier habt ihr eben geschrieben. So, und jetzt kann ich hier oben... Man sieht ja immer nur Padlet.com, man sieht ja immer nur die Kurzform. Du musst aber deinen Bildschirm dafür freigeben. Ach, ja, ein Klassiker. Ey. Warte. Oh, wie ich das hasse. Entschuldigt bitte. Minutenlang reden und keiner weiß, wovon ich spreche. Also, ich gehe zurück. Ich bin hier im Padlet. Ja, ihr habt ja eben geschrieben. Und ihr seht ja hier oben immer nur die Kurzform Padlet.com. Wenn man aber draufklickt, sieht man, das Ganze ist schon etwas komplizierter, die URL. Und wenn ich die meinen Schülern diktieren würde, würde vermutlich nicht klappen. So, und jetzt kopiere ich sie, rechte Maustaste beispielsweise, kopieren. Und jetzt gehe ich in den Chat. Ich habe den Bildschirm musste ich jetzt, die Bildschirmfreigabe musste ich beenden. Gehe in den Chat und sage einsetzen. Und schaut mal in den Chat, da ist er. Hat das die Frage geklärt, Birgit? Ein kleines Ja oder Nein oder bitte nochmal? Da kam ein Yes, also. Yes. Okay, fein. Gibt es sonst noch so Handling-Fragen? Da oben die Frage, sieht der Lehrer, wer den Text schreibt? Wenn, also das ging nochmal um das Etherpad. Ich gehe nochmal eins zurück. Hier. Also guck mal, von euch hat sich, sehr schönes Beispiel, Frau Pinzinger kriegt ein Fleißsternchen. Alle anderen haben sich benannt, wie sie Bock haben. Ja. So, und der Peter ist jetzt hier dieses Grün. Und jetzt würde ich es auch sehen, dass der Peter grün ist. Aber wenn die sie umbenennen, dann ist das so. Also da hat man kaum eine Chance, wirklich zu überprüfen. Aber das ist da einfach so. Das muss man dort ertragen.
Wenn man das gerade mit den Lütten und so, wenn man das strukturierter braucht, dann würde ich zum Padlet übergehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, und dann möchte ich euch noch eine, ich wollte euch jetzt nicht bombardieren mit Plattformen, aber das ist nun mal, ich glaube, weil gerade im Moment sowas dringend gesucht wird, möchte ich euch noch eine letzte zeigen, die ich auch sehr schön finde, die auch viele kennen. Wir haben sie schon durchdiskutiert bei Twitter. Die heißt Flinger. So, und Flinger hat, das werdet ihr sehen, die findet das Rad nicht neu, aber sie ist nochmal einfacher strukturiert vielleicht als Mentimeter oder so. Man hat hier die Möglichkeit, wieder zu schreiben, also eine Tafel. Sie hat aber auch ganz einfache Möglichkeiten, hier Text einzufügen, den man in einer bestimmten Form hier gliedern kann. So, und das ist eigentlich auch nur eine gemeinsame Tafel. Ja, also ist im Prinzip die gleiche Idee. Und ich sage ja, man muss viele Lösungen einfach mal für sich ausprobieren, um zu erkennen, mag man sie oder mag man sie nicht. Und guck mal, weshalb ich sie schon wieder gleich mag, ist die Tatsache, dass du gehst hier einfach links auf die drei Striche und da hast du wieder den Eintrittscode. Nordkirchen ist ziemlich schnell. So, und wenn das mit dem QR-Code nicht klappt, seht ihr hier, Birgit, da ist der Link. Ich kopiere ihn wieder und ich setze ihn euch in den Chat. Und jetzt könnt ihr mit mir zu Flinger. Und jetzt könnt ihr hier wieder meine Flingerwand vollknallen. Passiert schon. Und so kann man beispielsweise, was weiß ich, eine Diskussion, ich habe neulich das bei einer Schulung gemacht, da ging es um eine Argumentation, da ging es um Pro- und Kontra-Argumente. Und dann haben wir einfach mit Rot und Grün hier links haben wir die Pro-Argumente der Teilnehmer gesucht und rechts haben wir die Kontra-Argumente in Rot gesucht. Passte da einfach aufgrund der Struktur des Tools. Und vielleicht schreiben die Schüler hier einfach nur rein, wie es ihnen geht oder was auch immer. Da seid ihr. Es ist witzig mit so vielen Leuten, wie das alles aufpoppt. Da bams. Das ist, oh, ich bin stolz auf mich, ist so ziemlich die schönste Aussage, die es gibt. Anti-Schalke 04. Hier haben sich schon Lager gebildet, Fußballlager. Gut. Seht ihr, was das für eine Dynamik annimmt? Also das ist natürlich irre. Ne? Also jetzt nochmal, wir sind mehr als eine Klasse. Aber wenn das einmal einstudiert ist und erstmal probiert wurde, dann nimmt sowas schnell Dynamik an. Ja, das ist es. Auf dem Handy, das ist alles. Diese ganze Plattform. Na klar kannst du sie auf dem Handy bedienen. Aber also ein Handy als Arbeitsoberfläche ist schon sportlich. Also ich stehe zu meiner Brille, ich mag das nicht, auf dem Handy wirklich irgendwie produktiv zu arbeiten oder kollaborativ zu arbeiten. Ja. Hi Andi, guck mal, den nehmen wir in die Mitte, da habe ich ein Herz-Smiley. Achso, ich sehe gerade, dass ich selbst bei freigegebenen Bildschirm den Chat habe. Das ist sehr gut. Ich habe immer gedacht, das geht nicht. Ja, natürlich, 99% der Schüler nutzen Handys. Richtig, ist ja auch richtig. Also man muss dann aber einfach auch in Kauf nehmen, dass es sportlicher ist. Also es ist besser als nichts. Alles fein. Ich sage da gar nichts gegen, aber es ist dann eben doch etwas schwieriger. Ja, vielleicht für die Kids nicht, vielleicht ist es unser Empfinden. Trotzdem, und das ist das Wichtige, alles, was ich euch bisher gezeigt habe, geht genauso auf dem Handy, auf dem Rechner, auf dem Tablet. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Okay? Ich würde jetzt auch den Teilnehmern nochmal die Chance geben, direkt mit dir in Kontakt zu treten per Audio. Und zwar haben wir dafür
wieder die Möglichkeit mit dem Handhebe-Button, könnt ihr euch gerne melden, dann kann ich euch per Audio hinzuschalten, dann könnt ihr direkt mit Andreas ihm Fragen stellen, wenn ihr noch welche habt. Genau. Auch so eine Sache, muss man sich auch trauen. Oh, da kommen direkt relativ viele rein. Ich gebe mal dem Herrn Reinhard Kuckner die Audioerlaubnis. Ja, also hallo Andreas. Ich habe mal eine Frage. Ich weiß es von Zoom, da kann ich ein iPad einbinden als Bildschirmfreigabe. Kannst du eine Liste zusammenstellen, bei welchen Plattformen das noch geht oder deiner Erfahrung nach? Das geht eigentlich, also das geht eigentlich überall, das geht bei Jitsi. Auch wenn ich gleichzeitig auf dem Rechner bin. Also ich habe bei Zoom habe ich den Rechner und ich binde das iPad ein. Soll ich mal eben mal machen? Mhm. Damit die anderen wissen, wovon wir sprechen. Genau. Ach, guck mal, er vertraut gerade meinem iPad nicht hier. Das hat vorhin schon nicht geklappt. Tut mir leid, kann ich jetzt gerade nicht zeigen. Genau, also was Reinhard meint ist, ich habe jetzt hier, ich habe das iPad mit einem Kabel am Rechner und kann jetzt auf Freigabe, so wie ich meinen Rechner gerade freigegeben habe, kann ich auch das iPad via Kabel freigeben und dann seht ihr die iPad-Oberfläche. Und das ist eigentlich bei allen mir bekannten, bei GoTo ist das drin, bei Jitsi ist das drin, bei Zoom ist das drin. Also eigentlich ist das ein Feature, was alle haben. Ah ja, danke. Ja. Okay, dann würde ich direkt mal den nächsten mit reinnehmen. Das wäre Matthias. Hi Matthias. Hallo, grüß dich. Hallo Andreas. Ich habe eine Frage zu Jitsi, beziehungsweise sind wir momentan am Überlegen, ob wir mit den Schülern hauptsächlich über Jitsi kommunizieren oder eventuell auch über Bluebutton. Jitsi habe ich jetzt selber mal verwendet, Bluebutton habe ich vorher noch nie gehört, das war ein Vorschlag. Der kam von unserer Schulleitung. Jetzt wollte ich einfach mal fragen, was du davon hältst, Jitsi oder Bluebutton? Oder beide oder keins von beiden? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten 5 Wochen, glaube ich, alle probiert, mich auf allen geöffnet und ich fand alle nutzbar. Okay. Ich glaube, was wir jetzt sehen müssen, also die Nachteile dieser vielen, also Zoom und so, dass die immer eine App brauchen, nervt mich. Mhm. Also das finde ich unschön, das hat Teams nicht. Big Blue Button auch nicht. Und Big Blue Button ist eine ziemlich saubere Nummer. Also Niedersachsen hat es jetzt in iSurf eingeführt, in der Bildungscloud ist es drin. Genau, da wird es gesagt, Big Blue Button wird aus DSGVO-Gründen empfohlen. Also mit sauber meine ich genau das, datenschutzrechtlich. Das heißt, es wird selbst gehostet und das geht ja bei Jitsi auch. Ja. Aber du hängst eben nicht wie bei Zoom an US-Servern. Ne? Mhm. Aber wirklich vom Funktionsumfang sind es, ich glaube, in dem, was wir mit den Schülern machen, ist das alles marginal. Also ich finde die alle gut. Ich kann mit allen arbeiten. Okay, super. Aber dauerhaft würde ich dann tatsächlich gucken, dass man sich gleich was selbst hostet eben oder mit dem Medienzentrum der Region und dort was aufbaut. Okay, danke. Gerne. Und dann hätten wir auch gleich noch Ann-Kathrin Alfs. Ja, hallo Andreas. Hi. Einmal noch kurz zu Reinhard. Reinhards Frage, ich hatte auch immer Probleme auf Zoom dann auf mein iPad zuzugreifen. Ich gehe jetzt einfach mit dem iPad als zweiten Teilnehmer noch in den Zoom-Chat und spiegel da einfach den Bildschirm. Das ist sogar ganz günstig an der Stelle. Aber meine Frage bezieht sich eigentlich auf Padlet. Und zwar haben wir an der Schule fast alle das Problem, dass wir zwar die Padlet mit Passwort geschützt haben, man aber trotzdem ohne Probleme an alles daran kommt, ohne dass man jemals nach einem Passwort gefragt wird. Machen wir irgendeinen Fehler? Hast du es schon mal erlebt? Liegt es am Padlet? Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Also habt ihr die denn öffentlich dann oder habt ihr die privat oder habt ihr die versteckt? Nee, wir haben die schon privat. Wir haben alle einen Passwortschutz und trotzdem können wir einfach darauf zugreifen. Das ist jetzt mit 3 Kollegen passiert.
ich traue uns allen drei zu, dass wir da alles richtig gemacht haben. Ja. Ach, guck mal hier, Thomas sagt, oh, Thomas der Tübinger, das Gerät merkt sich, wenn es schon mal bei Padlet angemeldet war. Ah, okay. Das heißt also, es ist müßig, dass wir ausprobieren, ob wir jeweils auf die Seiten kommen, wenn wir da schon mal angemeldet sind. Musst du wahrscheinlich ein anderes Gerät nehmen. Also ja. Eigentlich war das meine Idee jetzt, was ich dir sage, aber die Credits gehen zu Thomas Rudel. Alles klar. Gut, Frage beantwortet. Vielen Dank, ja? Versuch's mal, okay? Das mache ich. Ciao. Ciao. Und ich genau, hier wurde gerade gesagt, Ramona, man kann sich bei Padlet auch abmelden und dann mit einem anderen Account vielleicht nochmal rein. Aber ich glaube, die Lösung lag da wahrscheinlich. Hätte ich nicht gewusst. Und ich würde gleich weitergeben an Mädchen Krause. So, müsst ihr jetzt gehen. Hallo. Wir haben ja jetzt ganz viel gehört zu verschiedenen Dingen, die wir im Browser machen können. Was wir uns aktuell fragen, ist halt eine vernünftige Cloud-Lösung. iSurf geht natürlich. Ob wir uns selber eine Cloud machen mit Nextcloud oder Microsoft nutzen oder Google, da sind wir uns noch nicht einig. Kommt da gleich noch was zu? Da sind wir gleich schon am Ende. Das habe ich. Ja, ich befürchte, dass diese Cloud, die ist müßig hier, aber... Nee, gar nicht müßig, sie ist wichtig. Ich glaube bloß, sie sprengt den Rahmen. Schau mal bitte hier, was ich noch hatte. Hast du noch? Ich hatte hier noch Nextcloud bei mir auf dem Schirm. Warte, genau. Wo ist die? Und EduDocs. Also ich persönlich musste ganz ehrlich sagen, gerade jetzt und in der jetzigen Situation würde ich etwas nehmen, was schon seit Jahren Bestand hat. Ja, Also das ist aus dem Bauch heraus, ist das zwar nett jetzt irgendwie so eine Plattform zu, es sind ja ganz viele neue auf dem Markt. Da kannst du gar nicht so schnell gucken, klar. Da sind wieder neue gebaut. Ich persönlich würde jetzt zu bestehenden gehen und ich glaube ganz ehrlich, ich würde das rein pädagogische Entscheidung machen, braucht ihr ein LMS, also ein Lernmanagementsystem oder braucht ihr erstmal eine Dateiablage und eine Kommunikationsplattform? Ja. Ja. Braucht man, das hat heute Morgen der Datenschützer auch gesagt, braucht man wirklich eine US-Lösung, wenn es tolle deutsche gibt? Ja. Ich glaube, es gibt so viele, es gibt die niedersächsische Bildungscloud, die jetzt rauskommen, die sind im Umfang auch super. Im Prinzip kann man, ich werde häufiger gefragt, wenn ich eine Liste habe mit Pro und Contra zu allen Plattformen. Ja, genau. Kann ich dir nicht bieten, weil ja jede Schule so unterschiedliche Bedarfe hat, weißt du? Deswegen ja. Lass uns doch schnacken. Ja. Mädchen. Ich verstehe nur die Hälfte gerade. Ach, ehrlich jetzt? Ja, du bist gerade wieder etwas abgehackt gewesen. Okay. Bin ich jetzt da? Ja. Mädchen? Ja, bitte. Ich kann dir anbieten, dass wir telefonieren. Meine ich ganz ernst. Magst du mich gerne anrufen, dann gehen wir die mal durch. Ja, gerne. Ja? Telefonnummer finde ich ja irgendwo wahrscheinlich. Ne? Tippe ich hier mal eben rein. Die ist kein Geheimnis. Okay. Thomas, es gibt, das ist alles auch so schnelllebig. Jetzt schreibt Thomas gerade, EduDocs nimmt keine neuen Nutzer mehr auf. Im Basis. Da habe ich auch gelesen gerade eben, genau. Und so verändern sich eben Dinge super schnell. Ja. Ja. Lass uns mal gucken, weil auch gerade, du weißt, Moodle wird wieder ein riesen Thema. Genau. Bei vielen aber auch schon wieder eine riesen Frustration, weil sie merken, das ist einfach so viel, das kann das Kollegium noch nicht. Ja. Und das ist natürlich dann auch immer eine Frage des Ausbildungsstandes, der Neugierde des Kollegiums, des Wissensstandes. Ich biete dir an, wir telefonieren einfach mal und ich kann dir die, mit denen ich Erfahrung gemacht habe, gebe ich dir gerne weiter. Super, dann melde ich mich morgen. Morgen treffen wir uns nochmal mit der Schulleitung und so, besprechen das. Und dann weiß ich noch mehr und dann würde ich anrufen. Oder gleich, weiß ich, ob du gleich noch Zeit hast. Mir ist es... Heute ist durch. Ja, dann mach mal. Alles klar. Ich hebe mich wieder auf hier, stumm. Danke dir. Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die für viele interessant ist, aber das ist unheimlich schwer. Es gibt, glaube ich, keinen, der alle kennt. Und es gibt keinen, der völlig ideologiefrei ist. Ich sehe das gerade im Chat, dass einige schreiben, es wäre für viele interessant. Jeder ist irgendwie ein bisschen geprägt. Und meine Prägung ist beispielsweise iSurf. So, und andere Leute haben jahrelang mit Moodle gearbeitet, die würden dahin tendieren. Ich überlege mir mal irgendwie ein Format, wo man vielleicht mal alle großen Plattformen nebeneinander stellt. Mit Leuten, die wirklich Ahnung haben von der jeweiligen, keine Vertriebler sind, sondern Pädagogen. Und dann laden wir die mal ein.
Ja, das mache ich. So, dann würde ich jetzt zum Abschluss noch Susanne Schwarze gerne die Möglichkeit geben, ihre Frage zu stellen. Hallo. Hallo. Ich mache das zum ersten Mal, ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh mein Gott. Ja, gibt sich irgendwann. Okay, also ich komme aus dem Grundschulbereich und wir beschäftigen uns gerade mit dem Padlet und ich habe dazu noch mal eine Frage. Ja. Und zwar geht es darum, ich kann ja da Videos drauf verlinken, zum Beispiel meine Wochenpläne darüber also meine PDF-Dokumente, Word-Dokumente alle hochladen. Was ist denn mit Sachen und Material, das ich von anderen Seiten dort drauf packen möchte? Darf ich das oder darf ich das nicht? Oh je. Also ich kann dir sagen, ich habe mal für einen Link 1.500 € bezahlt, für einen falsch gesetzten Link. Jetzt mache ich die große Panik auf. Okay. Die Wege dahin waren so kompliziert und wirr, das wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Aber ich kann dir keine juristisch saubere Antwort darauf geben. Kann ich nicht. Okay, das heißt, auf der sicheren Seite bin ich, wenn ich wirklich nur die Sachen draufpacke, die ich selber erstellt habe. Ja, dann sowieso. Ja. Ich hätte bis vor ein paar Jahren gesagt, verlinken kann ja nicht wehtun. Da hat man mich eines Besseren belehrt. Aber ganz ehrlich, ich habe die Worte des Datenschützers von heute Morgen, der wirklich kernig ist, im Ohr und der sagte, keiner wird im Moment dich für irgendetwas verklagen, was du irgendwo nicht 100% richtig machst. Also vielleicht sollen wir auch einfach dann die Kirche im Dorf lassen und uns unsere Arbeit machen lassen, so gut wie wir das in dieser beschissenen Situation hinkriegen. Okay. Aber ich bin kein Jurist. Ja. Gut. Ja. Das tut mir leid, mehr kann ich dir dazu gerade nicht sagen. Okay, aber trotzdem nochmal, wenn ich auf YouTube Videos oder sowas verlinke, das gilt dann dafür auch, dass du mir da keine klare Aussage darüber geben kannst. Das gilt auch davon. Also wofür ich mal bezahlt habe, war ein Artikel, den ich selber geschrieben habe und den hatte ich bei mir auf der Homepage verlinkt. Dafür wurde ich verklagt. Oh Gott, okay. Ja, schräge Nummer, genau. Aber wie gesagt, die war auch sehr schräg. Du und kannst auch Lernkurs, wenn ich zum Beispiel verlinke auf unterschiedliche Lern-Apps oder sowas, darf ich auch nicht. Doch. Also, klar darfst du das. Du darfst ja auch Seiten verlinken. Das war ja wirklich, oh Gott, das kann ich dir justiziabel nicht sagen. Okay. Aber wenn, dann lieber keine Links, aber Arbeitsblätter. Nein, verlinkt, Leute. Ey, keine Angst haben. Ja, wirklich. Wenn ihr irgendwo... Es geht doch in erster Linie um personenbezogene, um schützenswerte Daten. Arbeitsblätter sind für mich nicht schützenswert. Ja, das ist jetzt eine reine Sache, die ich aus dem Bauch heraus sage. So, ich glaube, wir müssen alle die Sensibilität aufweisen, dass in diesem Padlet nicht die Kinderbilder sind, dass dort nicht die Sportvideos, die Kinder Challenges gemacht haben, dass sie da reingesetzt werden. Die Sachen haben da erstmal nichts zu suchen. Ja. Aber Arbeitsblätter, ein YouTube-Link, um Gottes Willen, ey, warum nicht? Okay. Ja? Gut. Danke. Vielen Dank. Genau, hier ist Metin, sagt das schön. Im Notfall fragt euren Datenschützer vor Ort. Ja, der kann euch das sagen und der kann es freigeben. Der Einzige, der belangt wird, ist die Schulleitung. So, deswegen geht transparent zur Schulleitung und sagt, ich möchte das und das benutzen. Und der mag dann beim Datenschutzbeauftragten nachfragen. Genau. Damit würde ich das Ganze jetzt eigentlich auch abschließen und bedanke mich recht herzlich bei Andreas für die letzte Stunde. Möchte aber auch gerne noch mal ganz kurz auf ein neues Angebot von uns hinweisen. Und zwar ist das Klettmint Digital, was wir eigentlich sehr gerne so Didakta Ende März in Stuttgart vorgestellt hätten, was leider dann aufgrund der Absage nicht möglich war. Aber nur mal ganz kurz zum Erklären. Klettmint Digital ist ein Angebot zur Unterstützung und Fortbildung von Lehrkräften, Schulleitungen und Schulträgern. Und wir helfen euch gerne, wenn eure Schule Unterstützung in Bezug auf Konzepte zur Digitalisierung und Medienbildung sowie auch deren Umsetzung benötigt. Durch unser Netzwerk können wir euch dabei zu den jeweiligen Themen die entsprechenden Experten auch vermitteln,
die eure Schule beraten oder fortbilden können. Und dies gilt natürlich dann auch im Hinblick auf perspektivische Fortbildung, sobald man diese hoffentlich wieder durchführen kann. Und anders als jetzt zum Beispiel bei den Exciting Edu-Webinaren ist es ein kostenpflichtiges Angebot. Bei Clickmint Digital können wir dann aber auch sehr spezifisch auf eure Bedarfe eingehen. Es wird dazu dann auch nochmal einen separaten Webauftritt geben. Wenn ihr aber jetzt schon Anfragen habt, dann könnt ihr die gerne an die hier angegebene E-Mail-Adresse schicken, a.kaulfuß@klett-mint.de. Und ganz zum Schluss noch einmal für das heutige Webinar, wenn ihr Feedback habt oder Anregungen oder ihr gerne eine Teilnehmerbescheinigung dafür haben möchtet, dann könnt ihr euch gerne an die hier angegebene E-Mail-Adresse auch wieder wenden, webinar@excitingedu.de. Einfach eine Mail hinschicken und daraufhin bekommt ihr die Teilnahmebestätigung oder wenn ihr Feedback und Anregungen habt, gerne auch her damit. Unser nächstes Webinar findet dann schon wieder nächste Woche Montag statt, wieder um die gleiche Zeit, also am 4. Mai. Und was das Thema angeht und weitere Informationen dazu, gibt es dann alle Informationen in Kürze auf www.excitingedu.de. Damit verabschiede ich mich. Möchte ich auch gerne noch. Ja, das hätte ich dir jetzt auch gewährt noch. Nein, ich wollte, ich habe das jetzt auch gerade reingeschrieben. Zeit unter hofmann-medium.de. Dort ist auch meine E-Mail-Telefonnummer. Scheut euch nicht. Die Telefonnummer ist extra online, damit man sie nutzt. Danke, Anne, dass ich das hier machen durfte. Kein Problem. Ich danke dir für die letzte Stunde und natürlich auch allen Teilnehmern und an der regen Teilnahme, die es heute gab. Und ja, verabschiede mich damit für heute. Ich auch. Tschüss, tschüss. Tschüss.